So, Sägeblatt hoch, Holz an den Anschlag. So, dann geht's los. Ein Foto, sie alle zu brechen. Die Regeln der Tischkreissägenbenutzung. Dieses Foto hier, was ihr gerade seht, wurde mir von einer Person geschickt und dann direkt noch von drei weiteren. Ich sag zuallererst mal, ich kenne die Quelle leider nicht. Also falls zufälligerweise dir dieses Bild gehört, dann schreib mir gerne, damit wir dich als Quelle unter diesem Video einblenden können. Dieses Foto ist ganz wunderbar, weil es tatsächlich auf einem Foto im Prinzip fast alles kombiniert, was man an einer Tischkreissäge nicht machen sollte. Und weil dieses Foto so viele Sachen auf einmal zeigt, ist das ein guter Anlass, um euch nochmal alle Basics zu zeigen, wie man diesen Schnitt richtig macht, beziehungsweise anhand dieses Fotos einmal zu gucken, was man alles definitiv nicht machen sollte. Bevor wir überhaupt mit dem Stück Holz anfangen, gucken wir uns erstmal an, was ist mit der Säge auf diesem Foto falsch. Moment, bevor wir anfangen, wenn ihr alle Fehler findet, schreibt sie jetzt unten in die Kommentare und nicht schummeln. Bevor wir zur Handhabung im Allgemeinen kommen, müssen wir uns erstmal die Säge anschauen. Da fällt uns beim Foto und auch bei mir auf, Moment mal, hier hinterm Sägeblatt, da fehlt doch was. Der Spaltkeil, der gehört eigentlich hier hinten rein. Natürlich sollte er mittig sitzen, wir haben ihn jetzt aber nicht festgemacht. Der Spaltkeil ist ganz wichtig, denn wenn wir Material durchsägen, also so, meine beiden Hände sind jetzt die beiden Seiten vom Holz, dann könnte es sein, dass sich das Holz durch die Spannung, und das gibt es auch bei Plattenmaterialien, hinterm Schnitt wieder schließen möchte. Das heißt, es klemmt hier ein. Was dann passiert ist, das Sägeblatt dreht aber weiter, klemmt hier hinten und schmeißt uns das Material entgegen. Das nennt man Kickback und das müsst ihr euch jetzt schon mal merken, weil dazu kommen wir gleich noch, wenn es um die Handhabung geht. Was wir sehen, es fehlt aber nicht nur der Spaltkeil, ich kann ja hier auch ins Sägeblatt fassen, denn es fehlt unsere Sicherheitshaube. Die sitzt im besten Fall auch hier hinten drin, sitzt entweder am Spaltkeil oder irgendwo anders dran und verhindert, dass wir ins Sägeblatt fassen können. Das ist super, weil das nämlich ein Sicherheitsfeature ist. Das Holz kann hier drunter durchfahren, aber wir haben weniger die Chance, ins Sägeblatt zu greifen. Beide Sachen fehlen. Das macht mich wütend. Das macht mich vor allen Dingen deshalb wütend, weil jedes Mal, wenn wir ein Video zu diesem Thema machen oder zum Thema Sicherheit, gibt es mindestens eine Person, eigentlich mehrere, die immer wieder schreiben, ach Brudi, Sicherheit. Im professionellen Bereich kann man das gerne machen, aber ich bin eine Privatperson, ich brauche das nicht. Okay, das ist ein ziemlich schwachsinniger Gedanke, dazu kommen wir am Ende auch nochmal. Zuallererst aber möchte ich eine Sache einfach sagen, die ich einfach nicht verstehe. Und ich möchte alle bitten, die das immer wieder schreiben, gerne als Kommentar eure Antwort darauf zu schreiben. Ein Spaltkeil tut nicht weh. Er macht nichts anders. Ein Spaltkeil ist einfach nur ein Hilfsmittel, was positive Vorteile hat. Keinen einzigen Nachteil. Wenn ihr einen einfachen Nachteil kennt, dann schreibt ihn gerne rein. Wenn der Spaltkeil richtig eingestellt ist und wenn wir den richtigen Spaltkeil nutzen, dann können wir alle Schnitte völlig problemlos machen. Außer Einsatzschnitte. Das ist eine Ausnahme, das heißt, wenn wir das Stück Holz sozusagen hier draufkippen wollen. Das ist aber etwas, was man in der Regel eigentlich auch mit anderen Werkzeugen machen sollte. Und auch dazu kommen wir gleich noch. Also eine Sache, die mir einfach keine Ruhe lässt, ist, warum sollte man heutzutage keinen Spaltkeil nutzen? Es gibt kein Argument, was dagegen spricht, beziehungsweise keins, was dafür spricht, ihn wegzulassen. Das haben wir jetzt schon geklärt. Auf dem Foto sehen wir allerdings noch weitere furchtbare Sachen. Zuallererst mal kommen wir zur Handhaltung und dann kommen wir zum Stück Holz an sich. Die Handhaltung suggeriert in diesem Fall, dass ich da stehe. Das ist ganz schön, weil bei den meisten Sägen kann ich da nicht stehen, weil da ja ein Tisch ist. Nur bei kleinen Bosch GTS 10 Sägen und Co. könnte ich tatsächlich da stehen. Das Schöne ist, die meisten in der Community bauen die irgendwie ein. Das heißt, da wo die Person auf dem Foto steht, wird wahrscheinlich keiner stehen. Trotzdem erkläre ich euch, warum das Mist ist. Das Schöne bei diesem Bild ist, dass alle Fehler, die wir jetzt sehen, im Prinzip aufeinander aufbauen und ein Chaos ergeben. Also wir stellen uns vor, ich stehe jetzt hier hinter. Wie gesagt, es geht in der Realität nicht, weil da kein Platz ist. Ich führe also mein Stück Holz mit beiden Händen hier lang. Das erste Problem ist, in der Regel sollte ich beim Führen eines Werkstückes zwischen Sägeblatt und meiner Hand immer so 12 cm haben. Das habe ich hier wahrscheinlich nicht wirklich, es sei denn, ich versuche das irgendwie so und dann sieht man, ich kann das Stück schon nicht wirklich gut halten. Das nächste Problem ist, man könnte irgendwie argumentieren, dass man Sachen hier lang führen kann.
Aber wenn wir jetzt feststellen, wir haben keine Schutzhaube und keinen Spaltkeil und dann auch noch das Stück mit der falschen Seite dran, dazu kommen wir gleich, dann bin ich sozusagen wirklich im maximalen Gefahrenbereich, dass mein Werkstück sich irgendwann so verkantet. Was wir dann schon sehen ist, wenn ich das hier festhalte und es verkantet sich, wohin geht meine rechte Hand? Hier rein. Da ist keine Abdeckung. Also zerfetzt sich die im Zweifelsfall. Das Blöde ist nun, was passiert, wenn dieser Kickback-Moment nicht hier vorne passiert, also nur meine rechte Hand hier reinfällt, sondern hier hinten. Wenn wir uns jetzt den gleichen Unfall vorstellen, passiert das. Das heißt, ich werde wahrscheinlich bei dieser Anwendung beide Hände verletzen. Und das ist wirklich katastrophal, weil wenn ihr beide Hände verletzt habt und alleine arbeitet, dann könnt ihr nicht mehr viel machen, weil ihr im Zweifelsfall gar nichts mehr greifen könnt. Das heißt, Sachen so zu führen, ist schon eine schlechte Idee. Das in Kombination mit einer fehlenden Schutzhaube und einem fehlenden Spaltkeil, was sozusagen die maximale Einladung für diesen Unfall hier ist, das ist wirklich unglaublich dumm und gefährlich. Im Foto ist alles falsch, das sagte ich ja schon. Die Säge ist falsch eingestellt und die Führung des Holzes ist vom Menschen her falsch. Allerdings ist auch das Werkstück falsch. Was soll das bedeuten? Wir haben eine lange und eine kurze Kante. Das hier ist unser Parallelanschlag. An diesem Anschlag wird in der Regel immer die lange Kante angelegt. Das heißt, wir würden einen Schnitt machen und diese Kante anlegen. Dann können wir das Werkstück sicher an diesem Anschlag langführen. Warum? Weil wir mehr Anlagefläche haben als Kippfläche. Der Druck wird hier drauf sozusagen gebracht. Es möchte weg. Aber wir haben hier eine längere Anlage. Das heißt, wenn wir hier gegendrücken, können wir das Stück Holz super gut kontrollieren. Wenn wir das jetzt so rum machen, so wie auf dem Foto, haben wir die kurze Fläche hier und den langen Schenkel hier. Das heißt, der Druckpunkt und auch der Hebel, den wir durch diese lange Seite haben, ist viel, viel größer. Wir müssen also viel doller drücken und sehr doll drücken und alles so festhalten. Ist immer schon eine Einladung, dass wir im Zweifelsfall abrutschen und irgendwo reingreifen. Was natürlich noch schlimmer wird, wenn wir, wie gesagt, von hier führen, dann den langen Schenkel haben, weil wir das Werkstück einfach nicht fachgerecht abschneiden und dann hier ins Sägeblatt kommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja gut, aber wie führe ich denn dann ein solches Stück, wenn ich nur die kurze Seite anlegen könnte, weil ich etwas kappen möchte? Manche Fachleute sind der Meinung, man könnte das so machen. Das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, dass wir einen anderen Anschlag nutzen. Wir nehmen immer die lange Seite an den Anschlag. Beim Parallelanschlag ist das also in diesem Fall gerade nicht möglich, wenn wir etwas querschneiden wollen. Wir brauchen also einen Anschlag, der ebenfalls quer ist. Also ein Miter Gauge, dieses Ding hier oder ein Crosscut Sled. Jetzt können wir wieder die lange Seite an unseren Anschlag legen und trotzdem die kurze Seite sägen. Das ist wunderbar. Das heißt, wir können unser Werkstück jetzt ganz sicher absägen, indem wir es hier weit vom Sägeblatt halten und sicher von hinten führen können. Wichtig, im Umkehrschluss bedeutet das in der Regel auch, dass wir an diesem Anschlag hier nicht sowas hier machen, weil auch das wieder dazu einlädt, dass das Ganze kippt. Denn wir haben jetzt wieder die kurze Seite am Anschlag. Und das ist nicht so sicher, wie wenn wir die lange Seite nehmen. Und das ist sozusagen auch die ganz einfache Erklärung, warum wir einmal einen solchen Anschlag und einmal einen Parallelanschlag haben. Weil wir je nach Situation wählen wollen, wie wir den sichersten Schnitt in diesem Stück Holz machen. Es gibt aber noch eine weitere Lösung, wenn wir sowas hier nicht haben. Wenn ich nun der Meinung bin, dass ich kein gutes Miter Gauge habe und kein Geld habe, mir eins zu kaufen, dann habe ich eventuell einfach eine andere Maschine, um diesen Schnitt zu machen. Zum Beispiel eine Kappsäge. Aber Brudi, ich habe auch keine Kappsäge. Dann nimm eine Tauchkreissäge mit einer Schiene. Aber Brudi, die habe ich auch nicht. Dann nimm eine Handsäge. Und ich sage dir auch warum. Alles ist besser, als diesen Schnitt auf dem Bild zu machen. Nur weil ich etwas nicht habe, ist das in keinerlei Weise eine Rechtfertigung dafür, einen unnötig gefährlichen Schnitt zu machen. Und ich sag dir auch warum. Und jetzt kommt der ernste Part mit Triggerwarnung. Denn es ist so, nichts in dieser Welt rechtfertigt ist, dass ihr einen schweren Unfall in Kauf nehmt. Ich sage euch das, was die BG uns in der Meisterschule gesagt hat. Und ich sage euch auch das, was ich von meiner Stiefmutter weiß, die zufälligerweise Krankenschwester ist und regelmäßig in der Notaufnahme ist. Man kann der Meinung sein,
Wenn ich meine Maschine kenne, dann brauche ich keinen Spaltkeil. Wenn ich genug Übung habe, dann kann ich das Stück so führen. Da passiert nichts. Es gibt ganz, ganz viele Fachleute, ganz viele Profis, Tischler, die das seit Jahren machen, die es genauso sehen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie einen ganz schweren Arbeitsunfall haben und im Krankenhaus sind. Und ich kann euch sagen, was sie mir gesagt haben. Das sind erwachsene Männer meistens, die dann weinend in einem Bett liegen, weil sie sagen, was war ich für ein Idiot? Warum habe ich nicht aufgepasst? Das sind Männer, die einfach bitterlich weinen, weil sie ihre eigene Dummheit bereuen, weil sie sich zum Beispiel die Hand abgeschnitten haben. Warum sagst du das so? Ich möchte doch nur mein Hobby haben. Ich möchte Spaß haben. Ich bin doch gar kein Tischler. Aber genau das ist der Punkt. Nur weil ihr kein Tischler seid, bedeutet das in keinem Moment, dass diese Regeln für euch nicht sinnvoll sind. Natürlich gelten sie für euch nicht, weil ihr nicht in einem betrieblichen Rahmen arbeitet. Trotzdem ist es genau wie auf diesem Foto einfach maximal unlogisch, all diese Gefahren in Kauf zu nehmen, weil man der Meinung ist, dass die Regel für einen nicht gilt. Solche Sicherheitsregeln sind schlau, da sind Gedanken hinter. Das sieht man, wenn man sieht, warum gibt es einen Parallelanschlag und warum einen Ablenkanschlag. Das sind alles Sachen, die sehr viel Sinn machen, um die Arbeit im gewerblichen Rahmen sicher zu machen. Und das macht es auch für euch sicher. Also, wenn ich es mir wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, hört auf, euch das selber zu rechtfertigen. Kein Geld bedeutet nicht, dass ihr Geld dafür habt, in Zukunft ohne Hand zu leben. Weil dann wird das Leben noch viel teurer und noch viel schwieriger, weil ihr nicht mehr arbeiten könnt ohne Hand im Zweifelsfall. Deswegen sage ich das so deutlich, um euch einfach klar zu machen, es gibt nichts, was dieses Foto rechtfertigt. Gar nichts. Außer es ist ein Witz. Und selbst dann ist es ein unglaublich schlechter Witz, weil der Kontext fehlt. Es steht nicht drauf. Hahaha, das ist ein Witz, macht es niemals nach. Es könnte jemand sehen, einer von euch, der gerade zum allerersten Mal etwas absägen möchte und sich denkt, Potzblitz, so eine Säge habe ich auch und ich kann das auch so machen. Und die Antwort ist, das ist Hühnerscheiße. Wenn du dich deswegen verletzt, dann ist das einfach nur schrecklich. Und so möchte ich das auch sagen. Also, boah. Das ist halt die negative Seite, aber die ist für euch ganz wichtig. Wir können ganz viel Spaß haben und wir können Sicherheit auch mit Spaß vermitteln. Die ernste Realität ist nur, wenn man die Sicherheit nicht beachtet, dann ist die Konsequenz in der Regel ein schwerer Unfall. Und selbst wenn es nur ein leichter Unfall ist, das ist ein Sägeblatt, was supermassives Holz problemlos sägt. Es wird alles, was an euch dran ist, auch problemlos sägen. Also denkt an das, was ich euch heute erklärt habe. Schickt dieses Video jedem, der mit irgendeiner Säge anfängt, weil ihr denkt, oh Digga, ich glaube, der braucht noch mal einen kleinen Crashkurs. Den brauchen wir alle. Unwissen ist nicht schlimm. Schlimm ist es nur, wenn man wissentlich etwas Dummes macht. Also lasst das, abonniert. Ich hau nicht auf die Säge. Ja, mach ich doch. Abonniert diesen Kanal. Und ganz wichtig für alle, die jetzt sagen, ja, du hast aber ja hier auch angefasst, die Säge ist nicht an Strom, Leute. Der ist aus. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.